hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem Spoiler-Video. Und zwar das erste zu Return to Ravnica, die neue Edition. Und ja, einige Karten wurden schon gespoilert. Vielleicht kennt ihr einige Karten auch schon. Und ja, für die Leute, die noch nicht so viel gesehen haben oder vielleicht auch ein paar Karten verpasst haben, ich habe wieder das Beste zusammengetragen. Und ja, vorweg wollte ich nochmal eine kleine Info zu den Gilden geben. Es gibt ja verschiedene Gilden in Ravnica, ähnlich wie in der alten Ravnica-Edition, werden diese Gilden natürlich jetzt wieder aufgelegt. Und 5 Gilden werden wir in Return to Ravnica jetzt erstmal wiedersehen. Und nochmal als kleine Wiederholung, beziehungsweise für die Leute, die noch nicht so lange Magic spielen und die alte Edition vielleicht gar nicht kennen. Wir haben die Azorius-Gilde, die verkörpert die Farben Blau und Weiß. Also jede Gilde repräsentiert 2 verschiedene Farben in Magic. Izzet ist Blau-Rot, Rakdos erkennt man schön am Logo, Rot-Schwarz, Golgari ist Schwarz-Grün und Celestia ist Grün und Weiß. Und ja, jede Gilde hat diverse arttypische Karten, die in die Farbkombination passen. Es gibt verschiedene Zauber bzw. Guild Mages. Das sind Kreaturen, die immer in den entsprechenden Gildenfarben auftauchen. Und ein paar davon werde ich euch in diesem Video schon vorstellen. Und es werden die alten Schock-Dual-Länder gedruckt und wieder neu gedruckt, würde ich jetzt ja so sagen. Und die kriegen alle ein neues Artwork, da gibt es aber noch nicht so schöne Bilder von. Und deswegen habe ich hier nochmal die alten eingeblendet. Und im Moment werden 5 Stück erstmal gedruckt und natürlich passend zu den 5 Gilden, die jetzt in Return to Ravnica auftauchen. Die Hollowed Fountain für Weiß und Blau für Azorius und ja, ich sag schon Schock-Duals. Warum Schock-Dual? Ja, sie kommen ungetappt ins Spiel, wenn man 2 Lebenspunkte bezahlt. Ansonsten kommen sie getappt ins Spiel. Und diese 2 Lebenspunkte, die man bezahlt, sind natürlich einem Schock gleichgesetzt, als ob ein Gegner einen mit einem Schock beschießen würde. Und deswegen nennt man sie auch Schock-Duals oder Schock-Dual-Länder. Ja, passend zu Izzet, Steam Vents, dann zu Rakdos die Blood Crypt, Golgari kriegt die Overground Tomb und Celestia kriegt den Temple Garden. Also alle 5 Gilden kriegen ihr Schock-Dual wieder reprinted und das finde ich natürlich schon mal sehr gut. Als erstes habe ich euch Jace mitgebracht und zwar Jace Architect of Thought. Ein blauer Planeswalker für 4 Mana mit 4 Loyalität. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass ein Monocolored Planeswalker gedruckt würde. Mir hätte ein Multicolored Planeswalker wesentlich besser gefallen. Und wenn es schon ein Mono Planeswalker ist, muss es ja nicht unbedingt Jace sein. Wir haben ja schon genug Jaces, würde ich sagen. Das ist jetzt der 4. schon. Auch wenn die wirklich braucht, na gut, das ist jetzt eine andere Frage. An sich der Planeswalker ist aber sehr gut gelungen. Also will ich mich da mal nicht zu viel beschweren. Bei seiner +1-Fähigkeit, immer wenn eine gegnerische Kreatur eines Gegners uns angreift, kriegt diese Kreatur -1/-0. Besonders schön ist natürlich für Leute, die Multiplayer-Formate spielen, dass da drauf steht, eine Kreatur des Gegners, also schön auf Multiplayer bezogen, das gilt also für jeden Gegner. Das ist natürlich ganz nett gemacht. Dann die -2-Fähigkeit, man deckt die obersten 3 Karten der Bibliothek auf. Ein Gegner teilt diese 3 Karten auf 2 Stapel auf, einen darf man davon auf die Hand nehmen und der anderen unter die Bibliothek. Auch ein recht netter Effekt, ist halt ein Fact of Fiction, nur mit 3 Karten, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Effekt, finde ich auf jeden Fall gut. Und -8, also das Ulti, ja, man darf die Bibliothek jedes Spielers nach einer Nicht-Landkarte durchsuchen, diese ins Exil schicken, dann darf man alle Karten, die man ins Exil geschickt haben, zaubern, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist natürlich ein sehr guter Effekt. Je mehr Gegner man spielt, desto besser wird der Effekt natürlich. Also wieder der Multiplayer-Aspekt, der hier aufgegriffen wird. Und deswegen finde ich ihn eigentlich ganz gelungen. Und abgesehen davon, dass es halt ein monofarbiger Planeswalker ist, finde ich den Jace eigentlich auf jeden Fall ganz gut. Dann kommen wir zu der nächsten Mono-Karte. Das ist auch, glaube ich, die letzte Karte, die ich in diesem Spoiler als einfarbige Karte vorstelle, dann kommen nur noch Multicolor-Karten. Und zwar Street Spasm, kostet ein rotes und X und dann kriegt eine Kreatur ohne Flugfähigkeit, die man nicht kontrolliert, X Schadenspunkte. Vorstellen tue ich diese Karte, weil da die neue Overload-Fähigkeit drauf ist und ja, der Zauber wird dann immer ein bisschen teurer, aber man kann immer das Target von dem Zauber durch das Wort Each ersetzen. Also nicht nur eine Kreatur, die man nicht kontrolliert, kriegt X Schaden, sondern alle Kreaturen, die man nicht kontrolliert, kriegen X Schaden. Wird also eine Massenremove, was nur den Gegner trifft, das ist schon mal ziemlich gut. Man muss zwar doppelt so viel Mana für X bezahlen, weil wir jetzt Doppel-X haben und halt ein rotes Mana mehr, aber dafür wird der Zauber auch wesentlich besser. Ich finde, das ist eine ganz nette Mechanik, haben sie gut gemacht und Overload finde ich auf jeden Fall gelungen.
Schöner Effekt. So, jetzt kommen wir zu den Multicolor-Karten. Ich habe das Ganze nach Gilden sortiert. Wir fangen mit Azorius an. Und da kommt eben der von mir erwähnte Charm, Azorius Charm. Das sind immer Spontanzauber für 2 Mana, die 3 Effekte haben. Von diesen 3 Effekten darf man sich dann einen aussuchen, wenn man den Zauber wirkt. Und der blau-weiße Charm hat jetzt einmal, entweder kriegen alle Kreaturen, die man kontrolliert, Lifelink, also für die kreaturenbasierten Decks, ganz nett. Dann kann man eine Karte ziehen oder eine angreifende oder blockende Kreatur auf die Bibliothek ihres Besitzers legen. Das, finde ich, ist ein sehr starker Effekt. Man verhindert einen Angriff einer sehr starken Kreatur. Der Gegner kann nächste Runde keine Karte ziehen, weil er genau dieselbe Kreatur wiederzieht und er muss das Mana aufwenden, um sie wieder auszuspielen. Schöner Charm, finde ich sehr gelungen. Auch der Lifelink-Effekt ist gut oder die Bonuskarte wird man auch gerne mitnehmen. Das Ganze im Ankommen-Slot immer. Finde ich auf jeden Fall eine runde Karte, sehr schön geworden. Dann kommt der Archon. Und der kostet 7 Mana, 4-5 fliegend und hat auch ebenfalls einen neuen Effekt, eine neue Fähigkeit. Wenn der nämlich angreift, kann man 2 Nichtland-Permanents des Gegners detainen. Und ja, detain ist halt die Permanents, die man aussucht, können weder angreifen noch blocken oder ihre aktivierten Fähigkeiten aktivieren. Also kann man 2 Permanents, meistens dann wahrscheinlich Kreaturen oder irgendwelche Karten, die eine sehr gute aktivierte Fähigkeit haben, kann man dann einfach ausschalten und wenn man halt jede Runde mit dem Archon angreift, kann man die permanent dem Gegner praktisch unnutzbar machen und das finde ich auf jeden Fall auch eine recht nette Karte. Dann kommt Leaf Sky Knight für 3 Mana, 3-1 fliegend und wenn der das Battlefield betritt oder das Spielfeld betritt, darf man auch einmal detainen. Also dasselbe wie der Archon, nur als Einmaleffekt, der kommt halt nicht immer, wenn der angreift, diese Kreatur, sondern nur einmal. Dafür für 3 Mana, 3-1 fliegend, finde ich eine sehr schöne Karte fürs Limited, also zum Draft. Eine recht gelungene Karte auf jeden Fall, allgemein finde ich ihn auch gut. Ist Mensch Ritter, ist ja ein recht gängiger Tribal, finde ich auch rundum eine sehr schöne Karte. Jetzt kommen wir zu Golgari. Und die haben ebenfalls wieder eine neue Karte. Ich habe 2 Karten jetzt hier noch unten links eingeblendet. Der Skorpion, eher nicht so die starke Karte. Für 4 Mana kriegt man eine 2-2er-Kreatur mit Death Touch. Hat aber die neue Scavenge-Fähigkeit. Und zwar, wenn der Skorpion im Friedhof ist, bezahlt man die Kosten, also in diesem Fall 3. Dann kann man die Karte aus dem Friedhof ins Exil schicken und dann so viele +1/+1 Marken auf eine Kreatur legen, wie die gerade entfernte Karte Stärke hat. Also in diesem Fall 2. Das Ganze geschieht als Hexerei oder als Hexerei-Geschwindigkeit, also nicht spontan. Und finde ich, ist ein ganz netter Effekt. Der Dragmangler ist dann schon ein bisschen besser für 3 Mana, 3-3 Eile, recht solide. Und für 5 kann man dann 3 Marken auf eine Kreatur legen. Finde ich noch eine ganz nette Möglichkeit, später Mana umzusetzen und dann halt eine Kreatur, die eh schon im Friedhof ist, dann, dass die dann doch noch einen Nutzen hat. Finde ich auch eine ganz nette Fähigkeit und ist halt jetzt größtenteils wahrscheinlich auf den Golgari-Kreaturen. Dann kommt ein Guildmage, habe ich ja eben angesprochen, dass die Gilden immer in ihren Farben einen Guildmage haben. Die kosten immer 2 Mana, haben 2-2 und haben 2 Effekte. In diesem Fall für 3 Mana kriegt eine Kreatur +1/+1 und Intimidate bis zum Ende des Zuges. Und für 4 Mana kann man einen Nicht-Token-Kreatur opfern, dann X11er grüne Saprolinge ins Spiel bringen, wobei X die Anzahl oder die Höhe der Widerstandskraft der geopferten Kreatur ist. Finde ich auch ein ganz netter Effekt. Ich habe natürlich immer einen Blick auf die Elfen. Der Guildmage ist ein Elf. Ich habe ein schwarz-grünes Elfen-Commander-Deck und also es schwankt immer zwischen Mono-Grün und Grün-Schwarz. Hier ist ein ganz netter Elf. Man pumpt einen Elfen unglaublich stark auf, opfert den am Ende des Zuges und kriegt ganz viele 1-1er-Saprolinge, bevor der Elf wieder schwach wird. Auf jeden Fall eine recht schöne Karte und im Ankommen-Slot, finde ich, sind die Guildmages super aufgehoben und ist auf jeden Fall eine nette Karte, wenn man die irgendwie in einen Booster zieht. Auf jeden Fall ein schön verwendeter Slot, finde ich immer, der Guildmage. Dann kommt eine legendäre Kreatur, also ein potenzieller Commander auch, für die Leute, die gerne Commander spielen. Ein Jarad Golgari Lichlord für 4 Mana, 2-2, legendär, wie gesagt, Zombie 11. Und kriegt +1/+1 für jede Kreatur im Friedhof, also wird immer stärker und man kann für 3 Mana eine Kreatur opfern, außer ihn selber. Und jeder Gegner verliert so viel Leben, wie die Kreatur Stärke hat. Auch wieder ganz nett für ein Elfendeck, irgendwas aufpumpen, opfern. Jeder Gegner kriegt dann auch noch Schaden, also wieder schön fürs Multiplayer. Und falls der Jarad mal im Friedhof ist, das ist natürlich dann nicht für Commander-Decks relevant, kann man einen Sumpf und einen Wald opfern und ihn aus dem Friedhof wieder auf die Hand nehmen. Das ist der einzige Effekt, der mir an ihm nicht gefällt, aber den kann man natürlich mal mitnehmen. Jetzt ist er halt drauf und hat halt einen dritten Effekt, was ja nicht selbstverständlich ist für Kreaturen. Ich finde den Effekt eigentlich zu teuer dafür, dass man ihn nur auf die Hand kriegt, aber man muss ihn ja nicht machen.
Dann abschließend noch ein sehr schöner Instant, wie ich finde, für 2 Mana, Grizzly Salvage. Die obersten 5 Karten in der Bibliothek aufdecken und dann eine Kreatur oder Landkarte davon auf die Hand nehmen und den Rest in den Friedhof tun. Erinnert mich ein bisschen ans Fried Stack. Das Fried hat ähnliche, das Fried Stack, also wer es kennt, das Fried Stack. Ansonsten ist auf meinem Kanal auch noch ein Video dazu. Es ist eine Karte, die auf jeden Fall in das Deck passt. Man will natürlich irgendwie Länder auf die Hand kriegen, Kreaturen in den Friedhof, um sie nachher wiederzubeleben. Ist eigentlich nicht in den Golgari-Farben dieses Deck oder dieser Decktyp, aber irgendwie, vielleicht ist da ja mal bald was machbar oder was spielbar. Grizzly Salvage, so oder so, für mich eine gelungene Karte. Weiter geht's mit Grün, Weiß und mit eigentlich meiner Lieblingskarte bisher, die gespoilert wurde, obwohl ich das gar nicht spiele. Diesen Decktyp oder die Farben auch eher selten spiele, grün-weiß. Wayfaring Temple für 3 Mana, unten Sternchen, Sternchen. Stärke und Widerstandskraft ist gleich der Anzahl der Kreaturen, die man kontrolliert. Also sehr schön ins grün-weiße Token-Deck einzubauen. Tokens spiele ich nicht selber, dennoch im Moment eigentlich meine Favoritenkarte. Und als besonders schöner Effekt, wenn der Wayfaring Temple einem Spieler Kampfschaden zufügt, darf man populaten. Populate, auch eine neue Schlüsselfähigkeit. Und zwar ist das: Man kann einen Token, den man bereits auf dem Spielfeld hat, kopieren. Und ja, besonders gut wird das natürlich, wenn man irgendwie eine Bestie hat, so ab 3-3 aufwärts. Ich denke mir da direkt ein Garruk-Deck aus, also dass da eine sehr schöne Kombination ist mit den Garruk-Planeswalkern, die ja oftmals Bestienspielsteine machen. Und das auf jeden Fall finde ich eine sehr schöne, gelungene Karte für 3 Mana, auf jeden Fall in Ordnung. Dann noch der Celestia's Charm, ähnlich wie der Azorius Charm, ebenfalls ein Spontanzauber für 2 Mana in den Gildenfarben. Hat wieder 3 Effekte, von denen man sich einen aussuchen kann. Diesmal natürlich eher auf die Farben grün-weiß abgestimmt, die Effekte. Entweder kriegt eine Kreatur +2/+2 und Trampelschaden, also schöner spontaner Pump. Dann eine Kreatur mit Stärke 5 oder mehr ins Exil schicken. Den Effekt finde ich übrigens äußerst stark für 2 Mana, finde ich sehr schön. Auf eine Ankommen natürlich. Oder man kriegt einen 2-2er weiße Ritterkreatur mit Wachsamkeit. Finde ich wieder ein sehr schöner, gelungener Charm. Wie gesagt, Charms im Ankommen-Slot finde ich auf jeden Fall top. Und auch den Charm finde ich sehr gelungen. Er hat sehr schön die Effekte, die zu den Farben passen oder zu seiner Gilde passen. Auf jeden Fall wieder eine gelungene Karte. Jetzt kommen wir zu Rakdos, also schwarz-rot. Und ihr seht, ein paar Karten von der Qualität ein bisschen schlechter. Die hat wieder jemand irgendwo abfotografiert. Ich habe die nachbearbeitet, damit man wenigstens etwas noch erkennen kann und dass die Qualität nicht ganz so schlimm ist. Aber ich finde, Dreadbore war eine Karte, die fand ich so gut. Die wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Für 2 Mana eine Hexerei. Man kann eine Kreatur oder einen Planeswalker zerstören. Das ist natürlich unglaublich gut. Da habe ich schon sehr lange drauf gewartet. Planeswalker Removal, sehr starke Karte. Für mich so ein bisschen das neue Terminate. Und auf jeden Fall eine super Karte, denke ich, die auch ein paar Euros kosten wird. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine super Karte. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Dann Augur Spree, auch eine gute Karte, finde ich, für eine Common. Auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Für 3 Mana, Kreatur kriegt +4/-4, also eine eigene ungeblockte Kreatur. Kann man damit schön aufpumpen, wenn sie denn stark genug ist. Alternativ dient sie als Removal, um eine gegnerische Kreatur zu zerstören. Auf jeden Fall eine gelungene Common. Dann Carnival Hellstead für 6 Mana, 5/4 First Strike Haste und Unleash. Wieder eine neue Fähigkeit, neue Schlüsselfähigkeit. Man kann Kreaturen mit dieser Fähigkeit mit einer +1/+1 Mark ins Spiel kommen lassen. Also direkt stärker, wenn man schön aggressiv spielen will. In diesem Fall als 6/5er Kreatur. Aber solange diese Kreaturen eine +1/+1 Marke haben, können sie nicht mehr blocken. Also und je nachdem, wie gerade die Spielsituation aussieht, ist es ein May-Effekt. Man muss die +1/+1 Marke nicht auf die Kreatur legen. Finde ich doch ganz schön. Finde ich auf jeden Fall ein netter Effekt. Passt auch schön zu der Gildenfarbe. Auf jeden Fall eine gelungene Fähigkeit. Und dann noch Rakdos Return für 2 Mana. Und X kriegt ein Gegner X Schaden. Und dieser Gegner muss X Handkarten abwerfen. Finde ich eine ganz gute Mythic Rare. Eigentlich ganz gut geworden. Sie ist nicht super gut, sie ist aber auch nicht super schlecht, dass wenn man sie aufmacht, dass man sich dann wirklich ärgert. Die Karte wäre natürlich besser, wenn der Gegner die Karten, die er abwirft, durch Zufall abwirft. Aber das wäre wieder, finde ich, zu stark. Und deswegen finde ich das Power-Level der Karte eigentlich noch gerechtfertigt und finde sie auf jeden Fall noch in Ordnung. Abschließend kommen wir zur Izzet-Gilde, also Blau und Rot. Auch hier seht ihr wieder ein paar Karten, die bisschen mies fotografiert sind, aber ich habe sie ein bisschen nachbearbeitet, dass man ungefähr erkennen kann, worum es geht. Ich wollte euch nämlich nicht den Izzet Guildmage vorenthalten. Wie gesagt, jeder Guildmage kostet 2 Mana, hat 2/2 und dann 2 schöne Effekte. Zum einen für 3 Mana eine Karte ziehen, dann eine Karte abwerfen, also Mana verwerten
und ja, Kartennachschub ja, sich verschaffen und dann Karten abwerfen. Und der zweite Effekt ist natürlich ein typischer roter bzw. blauer Effekt für 4 Mana, ein Instant oder ein Sorcery, also ein Spontanzauber oder eine Hexerei, kopieren und man kann für die Kopie neue Ziele wählen. Finde ich eigentlich ein sehr schön gelungener Guildmage im Ankommenbereich. Auf jeden Fall eine schöne Karte. Dann der Hypersonic Dragon für 5 Mana 4-4 fliegend und Eile. Und man darf Hexereien spielen, als ob sie Flash hätten, also als Spontanzauber. Und ist ein ganz netter Drache, finde ich im Limited, ist er wahrscheinlich ein bisschen stärker, ob er im Constructed dann öfters gespielt wird, weiß ich nicht. Dadurch, dass er 4-4 fliegend und Eile hat, ist er ein solider Beater, auf jeden Fall eine nette Karte. Dann noch der Izzet Charm für 2 Mana, wie immer 3 Effekte, passend zu den Gildenfarben. Man darf sich einen Effekt aussuchen der 3, entweder einen Nicht-Kreaturenzauber, Countern, es sei denn, der Gegner bezahlt 2 Mana, schon mal ganz nett. Dann 2 Schaden verschießen oder alternativ 2 Karten ziehen und dann 2 Karten abwerfen. Finde ich auch wieder schön gelungen. Ein bisschen Burn, ein bisschen Counter, also wir haben den blauen und den roten Effekt abgedeckt. Und dann eben ein Draw-Discard-Effekt. Auf jeden Fall sehr solide, das Ganze auf eine Ankommen, wie gesagt, finde ich super. Dann für mich eine wirkliche Überraschung, das Ganze im Common-Slot für 2 Mana, Goblin, Electromancer, 2-2. Spontanzauber und Hexereien, die man spielt, kosten ein farbloses Mana weniger zum Spielen. Für mich im Moment auch noch eine sehr überraschende Karte, dass die als Common rausgekommen ist. Hat für mich mindestens Ankommen-Potenzial. Finde ich ganz nett. Im blau-roten Counterburn-Deck ist die Karte auf jeden Fall sehr nett. Vielleicht zusammen mit einem Teilrand lässt sich das Ganze noch sehr nett kombinieren zu einem schönen Deck. Also für mich auch wirklich eine schöne, gelungene Karte, mit der ich hier guten Gewissens den Spoiler abschließen kann. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne Kommentare zur neuen Edition dalassen. Ich freue mich immer, wenn ordentlich kommentiert wird. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch natürlich genauso auf die neue Edition wie ich. Ich denke, Return to Ravnica wird eine sehr, sehr, sehr gute Edition. Und ja, wie gesagt, das war's für dieses Video. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.